Herzlich willkommen wieder zu unserer Europasendung Capital Beat. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Hier geht es um Europa und Capital Beat heißt nichts anderes als unser Herz soll für Europa schlagen, dort wo es noch nicht schlägt. Heute habe ich mir eingeladen, Reinhold Kopp, herzlich willkommen. Sie waren mal Wirtschaftsminister im Saarland, liegt dicht an Frankreich. Im Saarland, das ist auch so ein Stück Herzstück von Europa. Heute sind Sie Rechtsanwalt in Berlin mit Schwerpunkt auch Europarecht. Und worüber wir reden wollen, ist das, was mir neulich passiert ist. Ich bin nämlich pensioniert worden, musste mit 65 meinen anderen Job bei der Zeitung eigentlich aufgeben. Und ich wollte nicht, aber alle haben gesagt, du musst. Da habe ich gedacht, in Europa müsste das doch eigentlich anders gehen. Geht es das? Zum Teil schon. Zumindest mal würde man unter einer solchen Zwangspensionierung eine Altersdiskriminierung verstehen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ja, dieses Institut der Altersdiskriminierung hat Europa quasi erfunden. In einem sehr bekannten Urteil im Jahre 2005, dem sogenannten Mangold-Urteil, hat der Europäische Gerichtshof gesagt, Altersdiskriminierung ist ein ungeschriebenes gemeinschaftsrechtliches Grundrecht. Und erst später, im Jahre 2009, ist dieses Grundrecht ja in die Charta der Grundrechte gekommen, sodass wir heute wirklich sagen können, wir haben nur in sehr wenigen nationalen Verfassungen. Ja, gilt nicht in Deutschland, ne? Ja, nein, das gilt. Die Charta gilt ja unmittelbar für alle EU-Mitgliedstaaten, unabhängig davon, ob in der nationalen Verfassung ein solches Grundrecht existiert oder nicht. Und es gibt aber eine schon sehr viel ältere Vorschrift in Europa aus dem Jahre 2000, eine Richtlinie. Es ist so ein Wortungetüm, wie das die Europäer manchmal erzeugen, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung im Berufsleben, bei der Beschäftigung und beim Beruf. Wunderbar, dass Sie das auswendig können. Eine herrliche Richtlinie. Wir wollen sie auch nicht nochmal wiederholen. Genau. Und diese Richtlinie legt eben fest, wann ein Fall der Altersdiskriminierung vorliegt. Und da gibt es relativ harte Voraussetzungen. Also eine solche Regelung im nationalen Recht oder auch im nationalen Tarifvertrag muss objektiv und angemessen sein. Sie muss ein legitimes Ziel verfolgen und auch die Mittel, dieses Ziel zu verfolgen, müssen angemessen und erforderlich sein. Das heißt, sozusagen, für die, die nicht in Rente gehen wollen, genau. Es gibt ja wirklich solche. Genau. Und jetzt ist natürlich die Kunst, und das beherrscht ja der Europäische Gerichtshof ganz hervorragend, diese schwierigen Begriffe auf Einzelfälle anzuwenden. Und das geschieht immer häufiger und in immer kürzeren Abständen im Hinblick auf Altersdiskriminierung. Sehr bekannt geworden ist im September eine Entscheidung, die sich auf Piloten bezog. Es gab einen Tarifvertrag, wonach Piloten mit dem 60. Lebensjahr zwingend aus dem beruflichen Leben ausscheiden mussten. Aus dem Cockpit raus müssen. Raus aus dem Cockpit, ja. Genau. Und da gab es dann drei widerspenstige Piloten, die haben sich das nicht gefallen lassen, haben geklagt vor dem Europäischen Gerichtshof. Und der Europäische Gerichtshof hat ihnen im Ergebnis Recht gegeben. Er hat zunächst einmal untersucht, ist das eine Altersdiskriminierung? Ja, denn die müssen ja nur aufgrund ihres Alters vorzeitig gegenüber der allgemeinen Altersrente ausscheiden. Also Diskriminierung ist immer, wenn es keinen Sachgrund gibt. Wenn es keinen objektiven und legitimen Sachgrund gibt. Und natürlich hat die Bundesrepublik und die Tarifpartner, alle anderen haben damit argumentiert, das sei Gesundheitsschutz und der Schutz der Bevölkerung, dass die nicht abstürzen und so weiter. Und das Gericht hat denen sehr kühl entgegengehalten. Es gibt aber sowohl im europäischen als auch im nationalen Recht durchaus die Möglichkeit, für Piloten zum Beispiel Frachtflugzeuge auch über dem 60. Lebensjahr zu führen. Nun geht ja die gleiche Gefahr von Frachtflugzeugen aus als von Passagierflugzeugen, nicht? Auf eine Stadt runterfallen, nicht? Und so weiter. Also hat das Gericht gesagt, das ist eine Diskriminierung, die ist nicht gerechtfertigt und die Piloten dürfen länger arbeiten. Es begann dann ein wildes Verhandeln. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgegangen ist. Aber auf jeden Fall gibt es eine Rechtsgrundlage. Im Übrigen hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg diese Frage im Jahre 2007 in dieser selben Richtung auch schon für das Kabinenpersonal entschieden. Ach. Andere Berufsgruppen haben das eher mit weniger Erfolg versucht. Mhm. Also zum Beispiel die Gebäudereiniger und die Busfahrer. Die haben auch versucht und im Allgemeinen ist der Europäische Gerichtshof da aber vorsichtig. Er sagt, ein legitimer Grund für eine Rente oder eine Ruhestandsversetzung mit einem gewissen Lebensalter, 65, 67, liegt darin, dass man Arbeitsmarkt und Beschäftigung fördern will. Das gilt als legitimer Grund. Vielleicht kann man hinzufügen, gilt noch als legitimer Grund. Ja, wenn ich aber zu wenig Geburten habe, genau. Ja, dann habe ich ja nicht genug Nachwuchs. Das heißt, dies könnte auch wieder ausgehebelt werden.
Genau. Und es gibt so ein paar kleine Lichtzeichen am Horizont, dass der Europäische Gerichtshof in dieser Richtung denkt. Wir hatten einen Fall, ich glaube aus dem Münsterland, da gibt es sogenannte Vertragszahnärzte, also die Zahnärzte, die einen Vertrag mit den öffentlichen Krankenkassen haben, damit sie Kassenpatienten behandeln dürfen, und die müssen mit 68 aufhören. Und dann hat sich auch eine Zahnärztin hat sich beschwert, nicht, dass sie fühlte sich, sie war der Meinung, sie kann das noch machen, das ist ja auch eine Frage der individuellen Konstitution. Und da hat sich der Gerichtshof mit dieser Frage sehr differenziert auseinandergesetzt, eben auch unter dem Gesichtspunkt, gibt es genügend Nachwuchs, gibt es eine Überbesetzung, weil die Argumentation, die auch die Bundesrepublik eingeführt hat, indem sie gesagt hat, ja, wir wollen ja Platz machen, nicht? Generationengerechtigkeit für Junge, die zieht ja dann nicht, wenn es in der Tat eher weniger Bewerber als Plätze gibt. Das war wohl in diesem speziellen Fall tatsächlich so. Man hat allerdings nachher noch ein anderes Argument gefunden. Die Bundesrepublik hat gesagt, wir haben diese Regelung eingeführt, damit die Gesundheitskosten nicht explodieren. Ja, und darüber hat sich... Ja, das ist wieder ein anderes. Aber stellen wir mal fest, in Europa gibt es also Bestrebungen, diese festen Grenzen, dass man ab einem bestimmten Alter in Rente gehen muss, bald in Deutschland 67, vielleicht auch bald 70, egal wie, dieses aufzuweichen. Wann sehen Sie denn das, dass das verwirklicht ist? Dass man also so lange arbeiten kann, wie man will? Ja, man kann denn mit 65 gehen oder mit 67, man muss aber nicht. Haben Sie da eine Perspektive aus Ihrer Erfahrung als Europarechtler? Also ich glaube, das kann schon vielleicht in den nächsten 5 Jahren kann es da Bewegung geben. Und dann sieht das auch so aus, dass ich dann freiwillig entscheiden kann, in Rücksprache mit dem Arbeitgeber. Also wir beide sind uns einig, wir machen weiter, ja, egal was das Gesetz sagt. Ja, das Gesetz oder ein entsprechender Tarifvertrag, meistens sind es ja im gewerblichen Bereich Tarifverträge, muss eben objektiv und angemessen sein. Und wenn aber der Arbeitsmarkt inzwischen nach Fachkräften, nicht aufgrund der Demografie, fragt und wir brauchen die älteren Arbeitnehmer, um die Nachfrage zu befriedigen, dann ist ja dieser objektive Grund nicht gegeben. Und der legitime ist auch nicht. Und der legitime schon gar nicht, weil wo will ich den Arbeitsmarkt und fördern oder die Generationengerechtigkeit verwirklichen, wenn die nächste Generation so schwach ist, dass sie die vorhandenen Arbeitsplätze nicht mehr ausfüllt? Europa macht uns also ein bisschen Dampf, habe ich den Eindruck, in diesem Punkt. Und wir wollen noch einen anderen Punkt ansprechen, auf dem Sie auch sehr aktiv sind, nämlich Wettbewerbsrecht. Ja, das klingt so, als ob es uns nicht betreffen würde. Dabei betrifft es jeden von uns, wenn wir nämlich einkaufen. Preisvergleich ist auch Wettbewerb. Ganz genau. Der Verbraucher profitiert ja davon, dass ein hohes Maß an Wettbewerb herrscht. Hier haben wir es mit einem Rechtsgebiet zu tun, wo die Europäische Gemeinschaft die alleinige Kompetenz der Rechtsetzung hat. Und sie geht seit Jahren sehr energisch auf diesem Bereich voran. Inzwischen so energisch und erfolgreich, dass die Bundesrepublik ihr gewerbliches Wettbewerbsrecht 1:1 angepasst hat an das europäische Recht. Beispiel ist ja zum Beispiel Handytarife. Nicht? Da sagt Brüssel, das müsst ihr ändern, dann wird es geändert. Ja, Handytarife, die Brüsseler wagen sich aber auch durchaus an große Dinge heran. Nicht? Die nehmen auch mal Microsoft oder Google aufs Horn, also was die nationalstaatlichen Grenzen leicht überschreitet. Auf jeden Fall hat die Brüsseler Behörde auch durch hohe Bußgeldbescheide in Wettbewerbssachen Maßstäbe gesetzt. Und heute ist das Bewusstsein, dass Wettbewerb im Interesse der Verbraucher, aber auch im Interesse der Wirtschaft selbst ist durch die Brüsseler Aktivitäten sehr stark gewachsen. Und ich habe immer so den Eindruck, das nehmen alle Bürger hin und sagen, da ist Europa gut. Und sonst wird immer nur geschimpft auf Europa. Europa ist in dieser Frage erfolgreich gewesen. Die Wettbewerbsfähigkeit hat sich erhöht. Viele Kartelle sind aufgedeckt worden. Und davon profitiert ja die Wirtschaft auch, indem sie wieder günstigere Einkaufsbedingungen hat. Das versteht der Bürger auch. Und ich glaube, das hat auch die Europäische Kommission relativ gut kommuniziert. Mit der Kommunikation ist es ja nicht immer so. Naja, 27 Sprachen muss man ja auch dann erstmal alle harmonisieren in diesem Fall. Aber wagen wir auch mal hier einen Blick nach vorne. Wann, glauben Sie, sind diese ganzen Roaming-Gebühren alle weg? Sodass, wenn ich in Urlaub bin, egal in welchem der 27 EU-Staaten, ich telefonieren kann, ohne ständig zu gucken, ob da nicht ein R blinkt. Roaming. Und ich höre schon das Kassenzeichen immer klicken. Also da ist ja im Augenblick die Kommission sehr aktiv. Das Thema läuft. Ich glaube, dass die wesentlichen Schritte in die Richtung schon getan sind. Und wir als Verbraucher können eigentlich erwarten, dass wir von dem Wettbewerb auch grenzüberschreitend in Zukunft profitieren werden. National ist ja schon einiges geschehen.
Und grenzüberschreitend, denke ich, wird die Kommission sich dieses Pfand, was ja wirklich gut ankommt. Die Kommission tut ja nicht nur Dinge, die draußen geschätzt werden. Da ist Europa plötzlich gut, ne? Und das ist ein Punkt, wo Europa wirklich dem Einzelnen etwas bringt, was er in der Geldbörse spürt. Ja. Es ist ja schon gedeckelt worden, aber haben Sie einen Zeitrahmen, so aus Ihren Erfahrungen, auch aus Brüssel, dass Sie sagen können, sagen wir mal bis 2015 haben wir nationale Tarife in ganz Europa? Also Prognosen sind immer etwas schwierig, zumal wenn sie in die Zukunft gerichtet sind. Also das weiß man nicht so genau, weil hier sozusagen zwei Subjekte ja miteinander ringen und es auch möglicherweise der Wettbewerb selbst ist, der zu günstigeren Tarifen fügt. Also manchmal braucht ja die Kommission nur zu drohen mit ihren Instrumenten. Sie braucht die Folterinstrumente gar nicht anzuwenden, weil dann die Wirtschaftsbeteiligten von sich aus einsichtig sind. Und meistens findet sich ja dann auch einer, der vorprescht und die anderen müssen nachziehen. Also europäisches Recht ist doch gut für uns Verbraucher. Das müssen wir mal sagen, auch in dieser Sendung. Nicht immer schimpfen auf Brüssel, sondern es bewegt sich was. Ganz, es ist vor allen Dingen so, dass Brüssel dort handelt, wo manchmal aufgrund verkrusteter Strukturen, aufgrund tradierter Verhaltensweisen, auch aufgrund vieler öffentlicher Player in diesem Bereich aus nationaler Sicht nichts geschieht. Das sind die Brüsseler unerbittlich. Kämpfen Sie weiter für uns als Bürger. Reinhold Kopp, ganz herzlichen Dank, ehemaliger Wirtschaftsminister Saarlandes, heute Rechtsanwalt in Berlin und ganz aktiv im Europarecht und vor allen Dingen, was uns Verbraucher angeht, das freut mich am allermeisten. Gut vorankommen, damit wir demnächst auch auf diesem Gebiet, Roaminggebühren haben wir zuletzt angetippt, ganz wenig bezahlen. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Capital Beat können Sie auch im Netz schauen bei www.capitalbeat.de und nächste Woche sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.